Nee, natürlich nicht. Also ich bin jetzt gerade in Nebelwald und hab hier irgendeine Quest, kleine Grünlinge. Irgendwie hab ich, muss ich da mal gucken. Zwischen Ruhm und Nebelwald. Die glaube ich schon. Ja, es scheint wirklich ein klein wenig buggy zu sein. Einerseits sieht man manche Quests nicht in der Questliste. Ich müsste eigentlich, glaube ich, viel mehr haben. Aber, ja, ist halt so. Flupp. Ich glaube, das sind einfach so wenig. Zum einen... Ja, genau, zum einen das und zum anderen müsste ich auch jetzt noch, sagen wir mal, ich habe ja noch ein paar Quests, so ist es ja nicht, ich müsste halt nur in andere Gebiete gehen, aber ja, es müssten eigentlich noch ein paar mehr sein, normalerweise warst du bei dem Level ja schon fast zugeschissen und ja, vor allem, du hast halt auch mehr zu tun, reicht dir das kleine Häuschen, das ist eigentlich auch eine Quest, die mehr oder weniger zusätzlich ist, Kaku abgeschlossen, ist blödsinnig, Bienchen und dann Schauming und Loot, also es fehlen eindeutig meiner Meinung nach Quests. Weil, dass die hier mit einer WDH anfangen musst und ich mache hier jetzt ja wirklich WDH, ist schon merkwürdig. WWE war das, glaube ich, wirklich. Auf Level 12 kam dann der ganze Haufen an Quests. Naja, gut, werden wir sehen. Gut. Genau. WWE waren wirklich, glaube ich, sehr, sehr wenig. So, Shooty, bist du das hier? Ich bin jetzt Level 13. Nee, das ist schon. Shooty ist in Elder, dann muss ich mal schnell nach Elder. Vielleicht habe ich da noch Quests und die werden mir nur in der Questliste nicht angezeigt. Das kann natürlich sein. Ich guck da mal hin. Das sollte man mal probieren. In dem Fall, wie gesagt, ist halt doof gerade, aber lässt sich nicht ändern. Oh, Charaktertitel freundlich erhalten. Juhu, ich bin freundlich. Ich bin so nett. Ich bin freundlich, ich bin nett. In den Server? Worüber lässt ihr Minecraft-Server laufen? Über Hamachi oder? Minecraft-Server laufen? Wieso Minecraft-Server laufen? Das ist der Offi-Server. Achso, die Minecraft, ja, ich war jetzt wieder bei Fiesta. Ja. Den Minecraft-Server lassen wir ja ganz normal laufen über, über meinen Rechner und dann halt übers Internet. Sprich, Also über Hamachi oder wie? Nein, Internet. Keine Netzwerk oder kein simuliertes Netzwerk. Du kannst dir halt wirklich auch deine IP angeben. Musst halt ja, nur in deine. Frage, ob er bei Lucky Blocks nicht irgendwie explodiert. Mhm. Wenn man da irgendwie 100.000 Dinge spawnt. Es kommt halt drauf an. Es kann natürlich sein. Insofern müsste man da halt wirklich einen Server machen oder sowas. Aber, man kann es ja mal probieren, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise den Mod erstmal so hinstellen und das ganze Teil dann quasi die Konfiguration hochladen oder sowas in der Art. Wenn du den auf den Server legen willst, ist ja auch kein Problem. Ich kann auch zur Not den Bekannten anschauen und der hat mit seinem 3000 Abonnenten-Special seinen eigenen Minecraft-Server geöffnet, ob wir uns den mal ausleihen dürfen. Ja, wäre auch eine Option, beispielsweise. Gibt viele Optionen, gibt viele Möglichkeiten. Wir werden sehen. So, hier hinten habe ich eine Quest zum Annehmen. Ich bin jetzt Level 12. Ich probiere nochmal die so anzunehmen. Glückwunsch. Dankeschön. Annehmen. Glückwunsch. Ja, hier geht's wieder. Hooligans in der Mine. Die kann ich wieder annehmen. Sehr gut. Aha, auf geht's. Mein Gott, das heißt. Soll hier ist eine. Was? Soll hier war eine B-Karte. Oh, das war, glaube ich, die ich vorhin einsammeln wollte, aber nicht ging. So. Wer haut denn da die Tastatur kaputt oder den Rechner? Also, ehrlich. Franz. Ich nicht. Macht man doch nicht. Ich war gerade mein Handy. Du haust dein Handy? Das hab ich Black, auf den Tisch gelegt. Meine Schwester ärgert Cindy. Cindy ist meine Frau. Und ja, seine Schwester ist natürlich meine Neffine. Die ist ein oder zwei Jahre alt. Und die ärgert meine Frau. Sauerei. Sag mal du und dass ich dann gleich runterkomme. Das gibt dann Ärger hier. So, kann ja wohl nicht wahr sein. Ärgert einfach meine Frau. Das ist mein Job. Ich ärgere meine Frau. Was? Jeden Tag. So. Nein. Doch. Und ich ärgere Mythi. Na, das natürlich auch. Das Ganze wird aufgenommen, Black. Sei lieber vorsichtig, was du sagst. Ach, das weiß ich doch. Außerdem ärgert sie mich ja auch. Insofern, das beruht alles auf Gegenseitigkeit. Das darf sein. Am Ende zeigt dich noch jemand hier an. Wer denn? Meine Frau darf mich doch nicht anzeigen. Na, darf sie schon, aber... So offen im Internet, dass sie ist. Ach, Quatsch. Ich ärgere sie ja nur nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich, was weiß ich, irgendwie... ja, mobbe oder Schlimmes. Also, das wäre ja schlimm. Das würde ich auch nie tun. Auch Frauen schlagen. Ich weiß, da gibt es einige Leute, die sagen, manche brauchen einen in die Fresse. Ganz ehrlich, Leute, wer sowas sagt, hat wahrscheinlich selber einen in die Fresse verdient. Leute, Frauen gehören nicht gehauen. Für Frauen hauen, also sprich, sich für eine Frau schlagen, ist eigentlich auch Blödsinn. Sollte man auch lassen. Einfach aus dem Grund, weil, ja, wozu denn? Nimmst du halt eine andere. Weil, wie gesagt, wenn sich eine für dich schlägt, oder wenn einer erwartet, dass du dich für dich schlägst, klar, wenn man verteidigt sie, wenn sie irgendwie angegriffen wird, das ist richtig. Aber wenn einer erwartet, dass er sich für dich schlägt, weil sie, was weiß ich, der Gewinner kriegt sie, sowas ist Blödsinn. Aber ich denke, das ist klar. So, wer da, schreibt Elisa in der AK, ich bin da.
So, und Quickscope auch. Rent, was hast du so angeboten? An Gold? Okay, ich bin hier, glaube ich, durch. Ich muss mal wieder irgendwo anders hin. Die wiederholbare Grünlingsquest kann ich abgeben. Ich gehe mal wieder in den Nebelwald. Ja, ich würde ja jetzt das Reittier aktivieren. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich in diesem Stream noch nicht Level 20 werden. Und das Reittier würde ich gerne im nächsten Stream aktivieren. Das schon aktiviert. Was haben wir denn hier? Sturm Langstab, was habe ich aktiviert? Stärke 1, das die Karte. Ja? Siehst du, das Reittier hält 7 Tage, wenn du jeden Samstag, wenn du jeden nächsten Samstag wieder streamst, dann hast und die ersten paar Minuten halte ich das dann noch, richtig, aber ich werde ja nur alle 14 Tage, weißt du. Ja, wenn du 18 Uhr beginnst, jetzt, und du streamst jetzt schon eine Stunde 20. Ja, genau, dann hätte ich das eben, diese paar Minuten hätte ich das dann auf jeden Fall zur Verfügung. Allerdings, wie gesagt, ich streame nicht jede Woche, ich streame nur alle 14 Tage und wenn es 7 Tage hält, ist doof. Weil wie gesagt, es wird halt immer ein bisschen schwierig wegen Mittelschicht und sowas in der Art. Da brauche ich manchmal die Zeit. Ich kann nur zur Frühschicht. Das heißt, ich könnte auch zur Mittelschicht streamen, aber es macht sich halt so besser. Ansonsten, ich wollte Nebelwald. Genau, was? Ich bin Zerspanungsmechaniker, Fachrichtung Schleiftechnik. Hoi. Was bist du? Zerspanungsmechaniker in der Fachrichtung Schleiftechnik. Das heißt, ich bin Metaller sozusagen. Hasenohren einen Tag, okay. Kommt mal an. Spannung, ich hab verstanden, Sparungs. Oh, sparen tue ich auch, ich bin geizig. Da unten habe ich Quests. Oha. Rattenmensch und Kräuterblatt und nochmal Rattenmensch, das ist toll. Okay. So, ich muss kurz eine Quest abgeben. Laser Raid sucht eine Schlossgruppe. Schloss, ja, da werden wir uns auch wieder ein bisschen aufhalten. Wir sind gerade mal so halbwegs durch Schloss durch und dann fangen wir mit unserer Char an, toll. So, ich bin Level 12. Glückwunsch, ich bin auch Level 12. Und Curry ist schon Level 14. Sauerei! Oha! Oh! Wasserschlacht! Oh, es beginnt! Yay! Ich hab zwar keine Ahnung, wie es geht, aber so, egal. Sind wir in einem Team wenigstens? Mit Elika bin ich, Mello ist da, Red Fox, Reno, ja, einer für alle und alle auf Black is cool oder so. Wie hieß du? Black is toll, ne? Ah. Gut, den müssen wir als erstes raushauen. Wer bist du eigentlich? Ich heiße Donnerbolzen. Ich bin der Donnerbolzen. Ah, da bist du. Da. Hallo. Hallo. Ich bin in deinem Team. Wollen wir noch Dinge kaufen da. Guck mal, die Elika, was die schon wieder anhat. Ey, du stehst vor Elika, geh mal rüber, ich will Elika in Bikini sehen. Als wenn ihr alle in einem Team wird. So. Als wenn ihr alle in einem Team wird. Genau. Achso, ich sollte mir vielleicht auch noch das Zeugs kaufen, das wäre vielleicht eine coole Idee. Kaufen. Ja. Ich verwechsel immer I mit L. I mit L? Wieso weißt I mit L? Wasserwerfer haben wir hier von. Hallo. So. So. Und. So. Okay. So, muss mal gucken, was ist wo. Okay, das ist das. So, das ist okay. Black, schämst du dich, warst du ein bisschen in der Öffentlichkeit blau? Ja. Und das. Nein! Oh, verdammt! Erwischt! Werf nicht. Ja, ich auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen raus. Ich wurde von Praxis gehauen, glaube ich, ne? Oder ich habe von Camille, ich weiß es nicht. Jedenfalls, gebt euch mal Mühe! Mensch, könnt doch nicht sein, ich mache hier kurz drin raus. Wir machen das schon. Jo. Keine Sorge, Black, wir schaffen das schon. Das Problem ist, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ach so, Sauerei. Du musst halt die mit Wasserbällen abwerfen. Das ist ja relativ einfach. Ja, wow, aber Krieger ohne plus 9 Sachen und so. Ja, legst dir die Wasserbälle oder sowas, das musst du kaufen. Ich weiß nicht, ob du da was vorne gekauft hast. Da ist der NPC, da kannst du für ein bisschen Kupfer hier Wasserbomben und Wasserwerfer kaufen. Oh, der Wasserwerfer ist eine AOE und die Wasserbomben sind quasi ja so eine Art Einzelschuss, die du hier die ganze Zeit siehst. Und der Wasserwerfer ist halt aber schlechter zu bedienen. Das ist immer schwierig. Aber ich finde das eigentlich eine coole. Das ist eigentlich fast meine Lieblings-Event-Kaku. Die Tortenschlacht ist so ähnlich, aber ich mag lieber die hier. Einfach weil Sonne, Strand und Meer und so. Ich mag das halt lieber. Und die weiblichen Chars sind halt nackig, das ist besser. Du Schlingel. So. Lalalala. Ich glaube, ich klicke. So. Der haut da nicht. Ich weiß, ich wurde getroffen. Oh, Vorsicht. Oh. Verdammt, die laufen einfach nicht vor. Ja, genau. Elika, hau die vorne weg. Genau. Jawohl. Gut so. Nein. Praxis versucht sich wieder anzuschleichen. Raus. Verdammt. Egal, wir schaffen das. Ja. Oh, ich hab eine blaue Hose. Ah, na wenigstens habe ich Praxis diesmal mit erwischt. Ich hab Orion. Ja, also war eigentlich ganz gut. Während die abgelenkt waren von mir hinten. Wer ist was? Reno, guck mal, ich hab eine andere Hautfarbe als du. Nice. Ja, der eine lag halt länger in der Sonne und der andere weniger.
Guck mal, ich hab irgendwas auf dem Rücken. Ja, so. Tatsächlich, du hast ein Tattoo. Nice. Wie hast du das hinbekommen? Ich glaube, grob rot hat das. So. OMG, wie cool, krank geil. Manche Leute sind. Wieso? Ja, auch ein Tattoo. Da steht wahrscheinlich wieder was im Schreitchat. Wir alle so eine gesunde Computerbräune. Jo. Ja. Ah, Computerbräune. Ich mag Kiste? Computerbräune. Das war Praxis, Kiste, Quatsch, der Truhe, so. So, macht euch mal hinne. Wer fehlt denn da? Gefangen. Mist, wir haben einen Leecher. Ach nee, das ist der rote Leecher. Ha, deswegen haben wir... Ha, wir haben gewonnen. Ha, gut, dass da jemand Leecht bei den Roten. Die haben es nicht anders verdient. Hex. So. mich stört es ja, warum so viel Geld für Schreie ausgibt. Ja, na gut. Ist ja, man muss das Geld ja nicht ausgeben. Das gibt es ja auch in den roten Kapseln. Oder waren es die blauen? Ich weiß gar nicht mehr. Sei gerne. Ja, genau. Und ja, da kann man es ja ausgeben. Donnerbolzen nicht voll. Oh ne, Telefon. Oh, Praxis. Oh, Rino hat's erwischt. Ich bin tot. Verdammt! Warum ist die ausgewichen und ich nicht? Ich seh den Bolzen fliegen. Ja, ein fliegender Donnerbolzen. Verdammt ich. Cool. Guck mal, ich setz mich mal zu dir. Hallo. Ja, ich schmeiß dich jetzt ab hier. Ich komm nicht rein. Ich krieg dich. Lass das. Nein. So, Jukera habe ich getroffen. Warum fällt die nicht um? Achso, jetzt leben ja noch Gegner. Ja, Sauerei. Hahaha. Ich bin mir schon zu Füßen. Wo lebt denn da noch was? Hahaha. Ja, ich habe sehr viel geleistet. Sauerei. Na gut, okay. Gewonnen. Sieg für das rote Team in Runde 3. Nun gut. Ich hoffe, wir gewinnen. Ich erwarte, wir gewinnen. Das hat nichts mit Hoffnung zu tun. Ich verstecke mich irgendwo. Wie es gilt da? Jo. Diese Pfeile sind so, flop. Wer ratzert da schon wieder? Das ist heute schlimm. Ich wasch durch. Das ist total komisch. Ich fang irgendwie immer an, schnell zu klicken. Also statt, wenn ich normal zu klicken mache, klicke ich irgendwie immer so 20 Mal gleich. Ja, hey. Erwischt! Ja, ich bin ja extra ausgewichen hier. Oh. Den wichtigsten habe ich erwischt. Praxis. Wieder ein Praxistest hier. Wow. Ja! Mit dem Wasserwerfer weggehauen! Ja, genau. Haut ja da weg. Eigentlich nur den Wasserwerfer. Ich nehme, ja, sag mal, Nahkampf ist das andere besser, weil der Wasserwerfer so schnell ist. Upp, da. Kabili haut dich von hinten irgendwie. Nefertine leecht wieder. Schlimm. So, komm her. Jetzt treffe ich nicht mal. Scheiße. Zwei daneben geschmissen bei einem unbeweglichen Ziel. Voll toll. Wie schnell kannst du klicken, weg? So, okay, Kabili haben wir auch. 4 habe ich ausgeschieden. Wuhu. Wie schnell kann ich klicken? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte da mal einen Test gemacht, aber ich weiß es nicht mehr. Das ist lange her. Ich schaffe maximal 8 pro Sekunde. Ah, ich habe auch nur maximal 6000 Klicks pro Sekunde oder sowas. 6000? Nee, Quatsch. Das schaffe ich nicht. Lalalala. Komm, Zylt. Zylt noch. Wer ist denn da bei mir noch mit drin im Team? Ich. Gut, Zylt fehlt noch. 30 oder so. Schleich dich von hinten an. Von wo ist er? Der ist hier bei mir. Ja. Oder so. Der ist jetzt bei sich auf der Seite. Rennt jetzt drinnen. Achtung, pass auf. Der hätte ich beinahe getroffen. Hinter dir. Ey, meiner will nicht schießen. Hat geschossen, nur daneben. Echt? Wo ich nicht verpackt. Ganz daneben, ich hab's gesehen. Nee, bei mir war nicht mal. Verdammt! Schande! Schade. Oh. Ich hab daneben geschossen. Oh. Obwohl ich eigentlich hätte treffen müssen. Lebensregenerationstank T5 kaufe. Und T4. Mist. Also das war. Naja, es war ärgerlich. Ich habe mir noch im Käfig eingestellt. Sauerei. Ach, jetzt geht das. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Hopp. Ich hätte gewinnen können. So, wir können ja mal gucken, ob Wasserschlacht Dingens offen ist. Wasserschlacht C wäre noch offen. Nee. Hauen wir uns da rein. Ja, gleich. Ja. Hoffe, ich komme auch rein. Ich denke schon, C dürfte noch klappen.
Wenn man schnell genug ist, natürlich. Ich bin teilnehmen. Ja. Also Schlacht A oder welche? Kyrie lädt dich in Gruppe. Nee. Ja, das ist toll, aber ja, geht ja eh gleich wieder Wasser. A oder C? C. Aber in die A können wir auch. Ja, ich habe aber extra C genommen, damit alle, die rein wollen, reingehen können. Ja, stimmt, das wird zu eng. Die Wasserschlacht C. Genau. Wenn die Leute merken, ja, die Leute sind in C, dann kommen die schon nach. Also jeder, der noch dazu will, wie gesagt, der noch mitschaut und so weiter, aber Wasserschlacht C. In der Zwischenzeit... Ich habe ein Tattoo im Gesicht. Mir ist echt abgefahren, wenn man sieht, wie manche Leute so 30 Klicks pro Sekunde schaffen. Sup. Nee. Bei mir ist echt irgendwie ein Rätsel, wie man schafft, 30 mal in einer Sekunde eine Maustaste zu klicken. So, ja, solange das nicht losgeht, würde ich mal meinen, Wasserschlacht 10, C sind jetzt 10 Leute, die andere hat begonnen. Nee, hat immer noch nicht begonnen, sind immer noch 16, 11. Ja, Wasserschlacht C sind jetzt 11 Leute, und ich level trotzdem mal kurz weiter. So, ich muss noch mal kurz sagen, Adelia ist schlecht.